Moin, Figuren, Suchtis und herzlich willkommen zurück bei Chris Damon zu einer weiteren Master of the Universe Revelations Review, powered by Small Tiny Toy Store. Ein sehr altes Set. Ich wollte schon reinholen, aber ihr habt es ja schon gesehen. Sehr altes Set. Savage He-Man. Oder wie ich es nenne, Orko mit Zubehör. Anlehnung an die Classics-Reihe, für mich jedenfalls. Weil das hier auf der Seite, was da los ist, ist für mich total Quatsch. Also richtiger. Klar, es kommt in der Serie vor. Für mich ist es aber Tünnes. Das ist die richtige Figur. Um die geht's hier. Orko. Weil sonst kriegst du keinen Orko. Orko. Ah. Orko ist ja das Einzige, wo Orko vorkommt, ist in diesem Set. Und warum ich jetzt gerade gesagt habe, Classics, ihr seht jetzt hier eingeblendet, es gab in der Classic Line, gab es einen Orko und als Zubehör lag Prinz Adam dabei. Unten. Hat man nicht gesehen. Das ist für mich so ungefähr das Gleiche. Klar sieht man jetzt beide Figuren, aber das müsst ihr euch wegdenken. Es geht um den eigentlich nur. Für mich. Aber auch hier, wir gucken. Da, Seitenansicht. Das ist auch das einzige, bis jetzt, das einzige Set, wo ich die Artwork scheiße finde. Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen drastisch ausgedrückt. Es ist... Die ist nicht so schön, weil ich den Charakter auch nicht gut finde. Und da, was will man da auch machen? Nackten He-Man. Ja. Ich freue mich schon auf die Review jetzt. Also, auspacken, angucken, los geht's. Zubehör. Fangen wir an, natürlich wieder mit den Händen. Einmal links, einmal rechts. Einmal sehr dreckig, einmal nicht so dreckig, aber beide ungefähr die gleiche Pose. Ihr seht schon den Fuß. Dann haben wir natürlich von Ola, oder okay, es ist ja nicht Ola, es ist ja Savage He-Man, das Speer. Wir haben die Axt, eine sehr benutzte Axt, ihr seht schon die ganzen Einkerbungen überall, mit andersfarbigen Griff. Und das Zauberschwert, ebenfalls mit einem andersfarbigen Griff. Das finde ich richtig gut, das finde ich schön, ist auch schön stabil. Jetzt kommt für mich noch ein Zubehör, was in dem Set drin ist, und zwar der Savage He-Man. Das Set heißt zwar Savage He-Man, aber für mich ist der hier ein Zubehör. Vergleichbar mit dem Zubehör von damals, der in der Classics Line kam der Orko raus und da war Prinz Adam mit dabei als Zubehör. Savage He-Man. Kann man meinen, was man möchte. Das Zubehör ist wahrscheinlich interessanter als die Figur, aber ich zeige es euch gerne. Wir haben hier den Kopf. Durch die hintere Partie und die vordere Partie habt ihr ein klein bisschen Behinderung. Aber generell, dann haben wir natürlich Schultergelenke, wir haben Oberarmcut, Doppel-Ellbogengelenk und die Hände wie gewohnt einknicken und drehen. Wir können sie natürlich auch austauschen. Dann seht ihr natürlich hier sehr deutlich den Balljoint für den Oberkörper. Wir haben die Hüfte dabei und ihr könnt etwas die Beine auseinandernehmen. Soweit es ebenfalls der Rock zulässt. Wir haben natürlich auch einen Oberschenkel-Cut. Wir haben Doppel-Kniegelenk. Wir haben einen Cut im Boot. Und vor, zurück und Swivel bei den Füßen. Und damit möchte ich He-Man auch gerne schon zur Seite legen, weil die Figur interessiert mich ehrlich gesagt so in dem Set gar nicht. Das Einzige, warum man sich dieses Set kauft, ganz ehrlich, ist er hier. Orko. Das ist der Hauptgrund, warum man sich dieses Set kaufen sollte, wenn man keinen Orko hat. Weil der ist echt schick. Der sieht gut aus. Hat eine coole Mütze mit seinem Bümmelchen hier hinten dran. Ihr könnt auch den Kopf natürlich abnehmen und austauschen. Das hat man ja immer sehr viel gesehen als Gags, dass man dann irgendwelche anderen Köpfe draufsetzt und den Orko-Kopf dann zum Beispiel auf He-Man setzt oder sowas. Das geht ja auch. Ihr könnt die Hände bewegen, hoch, runter, also 360 Grad bei den Händen und hoch und runter eben machen. Ihr könnt die Hände nicht separat bewegen. Den Kopf könnt ihr natürlich bewegen, wie ihr wollt. Das war es auch schon, mehr Bewegungspunkte hat er nicht. Dazu kommt dieser coole Flight Stand, den finde ich auch sehr schön designt. Durch diesen ja, Blitzdesign, Magie. Ihr habt zwei Achsen, bewegen, hoch, runter und dann könnt ihr hier oben nochmal sich ihn neigen. Und da kann man echt schon was rausholen. Yay!
Also da passiert schon einiges. Das finde ich sehr cool. Also für mich in diesem Set ist Orko der Hauptakteur und He-Man ist das Zubehör. Plus eben das andere Zubehör, was ich besser finde. Das ist so das Set, warum man sich das Set eigentlich kauft. Das ist also das Set Savage He-Man, including Orko, oder wie ich es nenne, Orko mit dem da. Das Set hat trotzdem was, hat ein paar gute Sachen, in meinen Augen auf jeden Fall. So Wechselhände brauchen wir nicht erklären, sind dabei. Was ich sehr gut finde, das Ding ist preiswert mittlerweile, es ist recht günstig. Also wer es noch nicht hat, kann da sehr gerne zuschlagen, denn die Figur ist dabei. Yay. Customizer würden sich freuen, die können daraus was basteln, was auch vernünftig ist. So, nochmal, bevor ich jetzt hier Leute sagen, kommt da eine Serie vor, was laberst du für Quatsch? Weiß ich alles. Ich rede von meinem Standpunkt aus, weil ich das finde. Den finde ich nicht schön, gar nicht, nein. Fand ich in der Serie total behämmert, die Sache. Aber das ist ja ne, persönliches Empfinden. Wer das jemand toll findet, warum auch nicht? Jeder hat andere Geschmäcker. So, weiter geht's. Was ich sehr gut finde, ist das Zubehör. Der Speer zum Beispiel, diese Ola-Speer. Wer Ola ist, wisst ihr wahrscheinlich alle. Wenn nicht, Ola ist quasi He-Man, bevor He-Man wurde. Also der Ola-Speer ist dabei, dann eine richtig krass benutzte Battle-Axt und das Zauberschwert. Finde ich auch sehr schick geworden. Also ist auch ein schönes Schwert. Und was ich extrem feiere, ist dieser Standy mit Orko drauf. Für Orko. Auch, dass er durchsichtig ist, finde ich sehr schön. Trotzdem, für mich ist immer noch Orko die Figur, um die es hier eigentlich geht. Tada! Ich kann sonst nichts anderes sagen. Also, die Figur ist halt da, hat Bewegungspunkte, wie sie halt haben soll. Orko ist das Highlight, die Zubehörsachen sind super. Ansonsten ist das Set eigentlich da. Wie gesagt, ihr könnt es günstiger jetzt mittlerweile kriegen. Und wenn ihr Customizer seid, wenn ihr die Zubehörteile woanders benutzen wollt für andere Figuren, würde ich euch raten, schlagt dazu. Ihr habt einen Orko und eben das Zeug. So habe ich es gemacht. Schreibt mir gerne mal eure Meinung über das Set in die Kommentare. Ihr wisst auch, wenn ihr das Set haben wollt, in der Videobeschreibung ist der Link zu der Figur. Und lasst gerne einen Daumen da, ein Abo da und natürlich einmal die Glocke klicken, damit ihr nichts verpasst. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, entspanntes Tschüssikowski und stay nerdy. Ihr Figurensuchtis.